Hallihallo, ihr süßen Mäusen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem heutigen Video stelle ich euch meine Drogeriefavoriten 2019 vor. Dieses Jahr hat sich einiges für mich geändert und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich finde, dass ich die besten Produkte in diesem Jahr entdeckt habe aus der Drogerie. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit den Produkten. Und das Gute ist, es ist alles sehr günstig und ihr bekommt es überall. Denn ja, diese Läden gibt es halt überall, eigentlich in jeder größeren Stadt oder mindestens in der Nähe. Und man muss nicht viel Geld dafür bezahlen. Und falls euch das interessiert, was meine Drogeriefavoriten sind dieses Jahr, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt, damit ihr die Produkte jetzt auch ein bisschen besser seht. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit Hautpflege. Ein Produkt, was es schon sehr, sehr lange gibt, aber was ich auch, ja, sage ich mal, wieder für mich entdeckt habe, ist von Balea.Med das Gesichtswasser. Das ist leider noch das Micellenwasser. Aber die haben das wieder geändert in die reine Gesichtswasservariante, was ich ziemlich cool finde, weil sie da auf die Wünsche der Kunden eingegangen sind. Das hatten sich ja sehr viele beschwert, dass die Formulierung sich geändert hat. Das ist auf jeden Fall das beste Gesichtswasser, was es in der Drogerie gibt. Man kann das morgens auftragen, abends auftragen, auch zur Reinigung. Das pflegt sehr gut und ich mache das morgen immer, wenn ich aufstehe, dann gehe ich da mit einem Wattepad über mein Gesicht. Das gibt dann auch schon mal so ein bisschen Feuchtigkeit. Also ich finde das ein sehr gutes Gesichtswasser. Wie schon gesagt, ich habe jetzt hier noch diese Micellen-Variante, aber die ist Gott sei Dank wieder raus aus dem Sortiment. Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei DM vorbei. Dann kommen wir zum Abschminken, was natürlich für jemanden wie mich, der auch gerne Make-up trägt, ein sehr wichtiger Schritt ist. Ich hatte ja immer dieses Zwei-Phasen-Zeug von Balea verwendet. Allerdings bin ich jetzt umgestiegen auf Produkte von Rossmann, die ich hier dieses Jahr entdeckt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich von DM-Girl zu einem Rossmann-Girl entwickelt. Ich finde, die haben so ihre Produkte verbessert und es sind sogar teilweise bessere Produkte als bei DM. Was ich sehr toll finde, ist von Isana, das Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up. Das ist halt auch dieses Zwei-Phasen-Zeug, was es auch von Balea gibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist irgendwie besser als das von Balea. Ich finde, das holt das Make-up besser runter. Ich feuchte mein Gesicht an, dann gebe ich mir davon ganz viel auf die Hand, massiere das gut ein, spüle das runter und danach gehe ich nochmal mit dem Waschgel drüber. Finde ich sehr, sehr gut. Allerdings muss ich sagen, ich bin auch jetzt umgestiegen und da bin ich auch froh, dass ich endlich mal eins gefunden habe. Ein Reinigungsöl und zwar ist das auch das von Isana und das ist wirklich der Hammer. Mir gefällt das sogar jetzt noch besser als das Zwei-Phasen-Zeug, weil ich das auf meine trockene Haut geben kann. Das heißt, ich gebe mir ganz viele Pumpstöße auf meine Hand, massiere das gut ein und das löst wirklich alles runter. Richtig runter, es ist wirklich so. Und danach kann ich das ganz normal einfach abspülen mit Wasser. Man hat kein Öl, man hat kein klebriges Gefühl. Ich fand dieses Reinigungsöl von Balea nicht so gut, weil dort hatte ich diesen Film, das ging in die Augen. Also das war irgendwie ganz komisch. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Das werde ich mir auch nachholen, weil ich es einfach total leicht finde. Es ist einfach in die Hand einmassieren. Wasserfeste Mascara, es entfernt wirklich alles. Es hat einen angenehmen Geruch. Und vor allem funktioniert es. Und das finde ich total toll. Was ich auch für mich entdeckt habe, ist die Isana.Med Waschcreme mit Kamille und Panthenol. Ja, ich weiß, das ist für Männer, aber als Frau kann man es auch verwenden. Es hat so einen leicht, sage ich mal, Herrenduft. Aber der verfliegt total schnell. Also es ist nicht so, dass eure Haut danach riecht. Holt sehr gut noch Reste runter. Weil bei mir ist es so, nach dem Reinigungsöl müsste ich eigentlich nicht nochmal nachreinigen. Aber bei mir ist so, ich mag es danach noch mein Gesicht nochmal zu waschen. Und das ist auf jeden Fall perfekt. Das ist sehr mild formuliert. Es holt noch die letzten Reste runter. Und danach ist mein Gesicht wirklich total clean. Ich brauche dann auch keinen... Früher bin ich dann nochmal mit einem Wattepad drüber gegangen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil wirklich diese beiden Sachen kombiniert zusammen holen wirklich alles super runter. Also das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ist sehr günstig und das sind auf jeden Fall meine Favoriten, die ich dieses Jahr entdeckt habe. Dann kommen wir zum Deo. Da habe ich auch zwei neue Favoriten entdeckt, auch von Isana. Und zwar einmal hier der Deo Zerstäuber Sensitive. Den benutze ich so, sage ich mal, in der Woche, weil das reicht mir am Schutz. Ich schwitze auch nicht so schnell. Und
Ja, also das finde ich sehr, sehr gut. Das ist auch besser als das, was ich von Altera oder Alverde vorher benutzt Das habe. gibt mir einen sehr guten Schutz und ist halt alkoholfrei. Wenn ich an einem Abend irgendwie weggehe oder irgendwie, wo ich weiß, okay, ich möchte nicht irgendwie schwitzen, dann verwende ich hier von CL dieses Antitranspirant-Fluid, auch ohne Parfüm, ohne Alkohol. Allerdings ist das mit Aluminium. Das heißt, da sind ja auch manche ein bisschen so skeptisch, aber ich verwende das gerne, wenn ich halt irgendwo hingehe, wo ich einfach überhaupt nicht schwitzen möchte oder darf. Meistens am Wochenende, ist super leicht aufzutragen, gibt mir super, super sicheren Schutz, auch wenn es wirklich 30 Grad, 50 Grad sind. Na gut, das war übertrieben. Wenn es sehr, sehr heiß ist und gerade wenn ich wirklich überhaupt nicht schwitzen möchte, dann verwende ich das. Aber in der Woche steige ich meistens auf das andere um. Das reicht mir dann Wenn einfach. ihr euch mit Hautpflege auch so gerne beschäftigt wie ich, habe ich hier euch einen super Kanal verlinkt. Durch sie bin ich auch auf diese Produkte gestoßen und habe es dann getestet und muss wirklich sagen, dass die super sind. Deswegen folgt auf jeden Fall der lieben Shenya. Sie ist wirklich super, was Hautpflege betrifft. Sie hat immer tolle auch Drogerieprodukte. Durch sie hätte ich diese ganzen tollen Produkte gar nicht entdeckt. Deswegen folgt auf jeden Fall ihren Für die Kanal. Haarpflege, ich habe jetzt leider nicht die Verpackung mit dabei, habe ich auch ein tolles Produkt von Isana, von Rossmann entdeckt. Und zwar ist das das feste Shampoo. Dieses ist mit, oh, es riecht so schön, mit Mango und Kokosduft. Schäumt gut, reinigt die Haare gut. Also ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Man muss das so ein bisschen gut aufschäumen, aber das Wichtige ist, es schäumt. Weil ich brauche schon dieses Schäumgefühl. Es ist mild formuliert, es ist besser als diese Foamy feste Shampoo-Stücke. Das hatte ich auch ausprobiert. Das war überhaupt nichts für mich. Aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und reinigt die Haare sehr gut. Ich habe eigentlich trockenes Haar und meine Haare sind nicht davon ausgetrocknet. Danach packe ich mir noch eine Sprühkur rein. Da nehme ich von Alverde. Das ist dieses Nutricare Zwei-Phasen-Sprühkur. Das ist so meine Lieblingshaarsprühkur, die ich entdeckt habe dieses Jahr. Jetzt nicht für meine Perücken, aber für meine eigenen Haare. Und das mache ich danach noch so ein bisschen drauf. Das ist auch so ein Favorite-Produkt, was ich dieses Jahr entdeckt habe. Kommt man auch recht lange mit hin. Pflegt die Haare, macht sie super Dann weich. kommen wir nochmal zur Hautpflege und da habe ich auch zwei Favoriten. Und zwar ist das einmal das Hydro-Feuchtigkeitscreme, wobei das hier eigentlich auch wie so ein Serum ist. Und das Akutpflegeserum von Isana Med. Ja. Diese beiden Sachen ziehen super ein. Man spürt es überhaupt nicht, dass man das drauf hat. Das zum Beispiel verwende ich auch für die Pflege von meinen Unterschenkeln, also an den Beinen, weil ich dort sehr, sehr trockene Haut habe. Und das macht meine Haut super weich, gibt sehr viel Feuchtigkeit und also wirklich absolute Kaufempfehlung. Das ist auch sehr toll. Das zieht super schön ein. Und ich mische das oft mit meinem Retinol abends. Bei manchen Tagen, wo ich nicht das Retinol direkt auftragen möchte, mische ich das mit dem Retinol, um es so ein bisschen zu verdünnen. Und funktioniert super. Habe ich sehr vielen Freunden auch von mir empfohlen, die beiden Serien. Und die sind total begeistert davon. Dann Dann natürlich ganz wichtig für mich ist Sonnenschutz. Da habe ich dieses Jahr auch meine absoluten Favorite-Sonnenschutze entdeckt. Und zwar ist das einmal von Sundance. Das Sensitive Sonnenfluid für Gesicht und Dekolleté ohne Duftstoffe und einmal von Nivea der mattierende Sonnenschutz. Das ist mein absoluter Favorit. Den trage ich täglich im Gesicht, weil er, wie schon gesagt, mattierend ist. Ist auch eine gute Make-up-Grundlage und ich mag absolut kein speckiges Gefühl. Ich persönlich finde ihn auch besser als das Sensitive Gesichtsfluid von Nivea. Viele haben das irgendwie empfohlen, weil das ohne Parfüm ist. Allerdings muss ich sagen, Parfüm ist hier wirklich so an allerletzter Stelle drin. Auch der Alkoholgehalt ist sehr niedrig, der ist auch so an siebter Stelle, während zum Beispiel dieses Sensitive Sonnenfluid von Nivea, also Alkohol gleich schon an zweiter Stelle hat und ich möchte halt nicht so viel, sag ich mal, Alkohol auf mein Gesicht schmieren, weil, wie wir ja wissen, trocknet das aus. Und hier ist das an sehr niedriger Stelle und auch Parfüm ist an allerletzter Stelle. Und das Tolle ist, es ist komplett matt, zieht ein und ja, du bist perfekt geschützt und es ist einfach nicht klebrig, nicht schmierig, nicht weißelt nicht. Es ist wirklich der perfekte Sonnenschutz, verträgt sich auch super mit anderen Cremes. Das hier ist auch gut fürs Gesicht, allerdings ist es mir persönlich so ein bisschen doch zu speckig. Deswegen verwende ich es sehr gerne für meine Hände, weil da stört mich das nicht. Ich finde auch an den Händen zieht es super schnell Dann ein. Kommen wir noch zu der Drogerie und da habe ich auch zwei Lieblingsprodukte dieses Jahr entdeckt. Und zwar ist das einmal von Essence, der Camouflage Healthy Glow oder Matt Concealer.
Verwende ich manchmal auch sogar nur als Make-up, dass ich mir hier auf Nase, Kinn, unter den Augen was mache. Und das hält den ganzen Tag. Ist ein super, super cooler Concealer. Ich mag den sehr, sehr gerne. Dann habe ich auch von Rossmann von Revival de Loop den Eyebrow Designer. Der betoniert wirklich eure Augenbrauenhärchen, egal ob das farbige Gel oder das transparente. Es ist wirklich komplett betoniert, hält den ganzen Tag, ist absolute Kaufempfehlung, ist auch super günstig. Und von der Lidschattenpalette habe ich dieses Jahr eine entdeckt, die so mein Favorite ist. Und zwar ist das von Catrice, die Nude Palette. Mag ich super gerne mit Alltag-Looks zu kreieren. Ist sehr gut pigmentiert, man hat matte Töne, schimmernde Töne. Bei mir ist es so, ich bin manchmal zu sehr erschlagen, wenn man so große Paletten hat. Deswegen, ich mag immer so diese kleinen mit so 6 Farben oder 7. Dann kann man das so untereinander mischen und reicht meistens vollkommen aus. Und mit dieser Palette könnte ich auch einfach in Urlaub fahren und wäre damit glücklich. Also die kann ich euch auch sehr empfehlen. Ihr süßen Mäuse, das waren meine Drogerie-Favoriten 2019. Ich bin sehr gespannt, welche Favoriten im nächsten Jahr dazu kommen werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem, was ich jetzt habe, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und kombiniert mit meinen Ordinary-Produkten ist das einfach für mich die perfekte Pflege für meine Haut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und falls du neu hier gelandet bist, lasst mir gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal an Silvester. Ich freue mich auf euch. Bis dann.